Hallo und herzlich willkommen zum Thema Bonsai. Ja, nach ein paar Tagen Aufregung und ja, ziemlich viel Stress gibt es jetzt erstmal wieder was zum Bonsai. Die Esche hatten wir vor kurzem geschnitten bzw. Blattschnitt gemacht und sie ist wieder ausgetrieben. Wie man sieht, sind die Blätter nicht mehr ganz so groß. Sie werden noch etwas wachsen, aber nicht mehr ganz so viel, wie ursprünglich die Blätter an Größe hatten. Auch das Wachstum ist jetzt sehr schnell gewesen, also sie sind sehr schnell ausgetrieben, oder er ist sehr schnell ausgetrieben, allerdings auch wieder sehr schnell gestoppt. Denn die Esche, die macht eigentlich einen kräftigen Austrieb und hört dann auf zu wachsen, ja, und ist dann eigentlich nur noch im Prinzip grün und ja, mehr nicht. Und deswegen, wie gesagt, die ist ausgetrieben und hat jetzt einen Stopp wieder eingelegt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal vom Nahen an. Und dann schauen wir uns gleich noch kurz die Forsythie hier an, den Elefanten. Der ist auch wieder wunderbar ausgetrieben. Und den können wir jetzt tatsächlich auch wieder schneiden, denn der wird das ganze Jahr weiterhin wachsen. Aber wie gesagt, schauen wir uns mal eben die Austriebe an von der Esche. Und dann gehen wir zum Elefanten und mal sehen, was es dann heute noch so gibt. Hier haben wir jetzt den Stamm von der Esche und hier haben wir dann die Verzweigung. Und ich zeige euch jetzt mal, wenn ich das scharf kriege, einen Trieb, wo man sehen kann, dass dann also die, da sieht man es jetzt in der Mitte, die Endknospe, die hat sich jetzt gebildet und die wird jetzt auch nicht weiter wachsen. Der Baum steckt jetzt die ganze Kraft in die Blätter, die jetzt bestehen, und das Wachstum selber hört bei der Esche dann auf. Kommen wir jetzt zu dem Elefanten, die Forsythie. Man sieht sehr schön, hier ist ein mächtiger Trieb, also kräftig gewachsen, sehr dominant ist. Und wenn wir den so weiter wachsen lassen würden, dann würde der natürlich auch dementsprechend kräftig wachsen und dick werden. Das wollen wir aber nicht mehr, denn wir möchten ja, dass die Krone dann bei dem Elefanten hier klein bleibt. Und daher schneiden wir jetzt alles auf ein bis zwei Blattpaare zurück. Entfernen werden wir noch keinen Ast bzw. Trieb, sondern das machen wir erst später. Das hat noch Zeit, denn die Triebe sind sehr, sehr weich. Und von daher lassen wir erstmal alles stehen, gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und dann werden wir bei gegebener Zeit dann die Äste aussortieren, um zu entscheiden, welcher wachsen darf und welcher nicht. So, das war es im Prinzip auch schon. Hier ist jetzt noch ein Trieb, der ist relativ klein. Der hier, den lasse ich erst noch stehen, den können wir später nochmal schneiden. Ja, das war es jetzt bei dem Elefanten. Also man sieht, er ist mächtig ausgetrieben in so kurzer Zeit. Und der Kronenaufbau, den können wir dann jetzt so langsam nach und nach dann eben aufbauen, den Kronenaufbau. Das ist die kleine Lunice da. Die hatten wir vor kurzem auch gemeinsam geschnitten, recht radikal, aber das muss halt sein, weil wir sie ja klein halten wollen. Und ja, auch sie ist jetzt schon wieder am Austreiben, sieht richtig schick aus. Und ich zeige euch mal eben den Austrieb in Nahaufnahme, damit man das auch sehen kann, denn so sieht man das eigentlich relativ schlecht. Aber auch sie ist jetzt mittlerweile wieder am Wachsen. Ich glaube, in der Einstellung kann man sehr schön sehen, dass hier also überall die kleinen Knospen wieder am Wachsen sind. Also die Pflanze ist wieder schön am Austreiben. Das Ganze lassen wir jetzt natürlich so und warten ein bisschen, bis der Austrieb größer ist. Und gegebenenfalls werden wir ihn dann nochmal reduzieren, damit wir den Baum hier halt auch klein halten können. Ja, das geht natürlich nur bei Bäumen, die richtig eingewurzelt sind. Also bei Bonsai, die richtig eingewurzelt sind. Bei Pflanzen, die man in der Anzucht hat, sollte man sowas natürlich nicht machen. Aber hier ist es möglich und man sieht, es lohnt sich. Boah, was bin ich platt. So, hier haben wir jetzt noch eine Forsythie, unsere Stelzenforsythie. Steht in einem etwas höheren Behältnis. Und das Ganze macht sich richtig geil. Die werden wir jetzt auch noch gemeinsam zurückschneiden. Auch dazu gehen wir gleich etwas näher dran, damit man sieht, was wir schneiden. Hier sind etliche lange Triebe herausgewachsen. Und diese müssen wir zurücknehmen oder gegebenenfalls einkürzen. Aber wie gesagt, das sehen wir gleich in der Nahaufnahme. Und ansonsten ja, gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen zu der Forsythie. Wie gesagt, das Ganze lassen wir zwischendurch mal ein bisschen wachsen und schneiden es wieder zurück. Diesmal ist es ein bisschen extrem herausgewachsen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir sie jetzt mal wieder zurückschneiden. Das machen wir jetzt gemeinsam. So, mal gucken, ob wir das jetzt in einer Einstellung hinbekommen. Hier haben wir jetzt einen Ast, der dieses Jahr herausgewachsen ist. Und den werden wir komplett wieder entfernen. Und wie gesagt, ab und zu ist es ganz gut, wenn man die Sachen wachsen lässt im Aufbau bei der Pflanze, denn dann werden die Äste und auch die Wurzeln und Stammbereich alles etwas dicker.
Allerdings, der Nachteil dabei, man muss immer wieder was wegschneiden. So, jetzt haben wir hier noch einen. Der geht nach innen. Auch den schneiden wir komplett weg. Da braucht sich auch kein Ast zu entwickeln. Jetzt haben wir hier einen, der ist sehr stark herausgewachsen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil das alles ein bisschen durcheinander hier auf der Seite ist. Den werden wir erstmal ganz wegnehmen. Kriegt er so natürlich ein bisschen schlecht hin. Zack und ab. Und die anderen beiden, die wachsen zielstrebig nach oben, was eigentlich nicht gewollt ist. Auch hier haben wir jetzt einen dickeren und einen dünneren. Da muss sich was Neues entwickeln. Das heißt, wir werden den hier, das sieht man so gar nicht, ich hole es mal ein bisschen näher ran. Versuchen wir jetzt mal in der Einstellung. Hier hat man gerade einen abgeschnitten, hier. Dort könnte sich dann was, nicht könnte, sondern dort wird sich was Neues entwickeln. Und hier sieht man halt den einen Ast, der hier gegenüberliegend dann herauskommt. Und einen, der ist noch ein bisschen weiter nach vorne gewachsen. Der geht dann auch zielstrebig nach oben. Den werden wir erstmal komplett entfernen. Aber wie gesagt, der geht nach oben, also damit können wir, also kann ich jetzt nichts anfangen. Den schneiden wir komplett weg. Und auch den anderen, den hier, auch den schneiden wir komplett weg, damit sich hier etwas Neues entwickelt. Denn auch der geht mir viel zu sehr in die Senkrechte und ist auch viel zu nah. Ja, ich hoffe, dass ich hier nicht dazwischen komme ins Bild. So, also Klartext ist jetzt, wir haben jetzt hier alles abgeschnitten auf diesen Stumpen rundherum. Da ist also jetzt kein Ast mehr zu sehen, aber hier entwickeln sich aus schlafenden Augen neue Triebe und das können wir dann später weiter dann gestalten. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. So, ich versuche es mal in der Einstellung, weil ich habe gerade das ganz hin und her gedreht, ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Versuchen wir es so mal. Wir haben jetzt hier noch einen Neuaustrieb, einen diesjährigen, der auch kräftig gewachsen ist und auch den werden wir zurücknehmen, weil das hier in dem Bereich viel zu viele Äste sind. Allerdings werden wir ihn nur einkürzen. Gegebenenfalls können wir einen Seitenast aufbauen. Von daher lassen wir das erstmal so. Die anderen werde ich jetzt erstmal pauschal alle einkürzen, damit wir hier einen Neuaustrieb erzwingen können. So, das war es im Prinzip schon. Und damit ist dieser Ast komplett fertig geschnitten. Kommen wir zu dem, den wir vorhin geschnitten hatten hier, wo dieser dicke Knubbel ist. Ich muss das Blatt hier wegnehmen. Hier haben wir jetzt einen langen, geraden Teil, der gefällt mir überhaupt nicht. Das Ganze geht auch schon viel zu weit nach außen. Wir können jetzt, oder wir machen das jetzt, wir schneiden den jetzt einfach ab. Und wie gesagt, hier können wir das Ganze dann neu aufbauen. Ich drehe das mal eben, gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Auch den Teil hier, den kürzen wir jetzt einfach pauschal erstmal ein. Ebenfalls werden wir den später noch ganz entfernen hier. Aber das hat noch Zeit. So, ich glaube, dann haben wir jetzt alle, hier ist noch einer. Auch den werden wir jetzt erstmal pauschal einkürzen, damit, wie gesagt, das Ganze sich hier neu entwickeln bzw. neu austreiben kann. Ja, der Aufbau ist noch lange nicht abgeschlossen bei dem Bonsai. Das ist noch Zukunftsmusik. Hier sind jetzt zwei Sachen, die eventuell noch gemacht werden müssten. Den hier würde ich jetzt komplett entfernen. Aber ich mache es noch nicht, warte noch. Und auch den einen, wo wir sehr viel weggeschnitten haben hier, wo wir diesen dicken Knubbel haben. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob ich den behalten möchte. Den würde ich gegebenenfalls direkt hier abtrennen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann. Der Nachteil dabei ist dann allerdings, ich drehe das mal in die Richtung, dann haben wir das ganze Wachstum in diese Richtung hier. Also das käme weg hier, der und der. Und dann geht das ganze Wachstum in diese Richtung. Wäre aber auch nicht ganz so tragisch, weil wie gesagt, der Baum ist ja noch im Aufbau. Wir können hier in dem Bereich überall neue Austriebe erzielen, sagen wir, es werden neue Austriebe kommen und dann können wir das Ganze dann in diese Richtung wieder lenken. Der Nachteil dabei ist dann allerdings wieder, dass diese Äste dann dicker sind und diese natürlich etwas kleiner sind. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Im Moment lassen wir das Ganze so, wie es ist, lassen das erstmal wieder austreiben und wir können später dann nochmal eingreifen. Wie gesagt, der Baum ist noch lange, lange nicht fertig.
Man sieht, die Gestaltung ist gar nicht so einfach, aber ja, man soll, auf gut Deutsch gesagt, den Glauben nicht verlieren. Man kann das Ganze sowieso neu aufbauen, das ist auch möglich, aber wir versuchen es jetzt erstmal so, lassen erstmal wachsen, mal gucken, wie es sich entwickelt und dann werden wir gegebenenfalls wieder eingreifen. Das Interessanteste bei diesem Bonsai ist sowieso der Wurzelbereich, der hat sich ja von selber im Prinzip so entwickelt, den habe ich damals mal gefunden, ja, das war ein glücklicher Zufall. Und dann kam er irgendwann mal in diese Schale. Und hier muss er nächstes Jahr wahrscheinlich auch raus, denn die Schale ist etwas tiefer. Und wenn die Wurzeln immer dicker werden hier, dann kriege ich den Kandidaten irgendwann gar nicht mehr aus dem Topf raus. Und kaputt machen möchte ich den Topf nicht. Von daher denke ich mal, dass wir ihn nächstes Jahr zum Frühjahr auf jeden Fall herausnehmen werden. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Wurzeln sich entwickelt haben und ob wir ihn gegebenenfalls dann nochmal ein Stück höher einsetzen, einpflanzen können. Aber ich denke mal, das sehen wir dann im nächsten Jahr. So, wir gehen jetzt einmal kurz nach draußen. Da zeige ich euch jetzt den Buchsbaum nochmal, den wir radikal geschnitten haben. Diesen riesen Bonsai, soll ein Bonsai werden. Und ich würde sagen, verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und ja, viel Spaß mit euren Bonsai. Und jetzt gehen wir erstmal nach draußen zum Abschluss. Ciao, ciao. Ich nehme das jetzt mal freihändig auf. Man kann also sehr schön hier überall die kleinen grünen Austriebe erkennen. Die sind also jetzt überall zu sehen. Die kommen also auch aus dem alten Holz heraus überall. Auch hier, wie gesagt, überall ist der mittlerweile wieder am Austreiben.